wenn die Polizei im Rahmen einer Fahndung Videos von Kameras aus U-Bahn-Stationen oder Bussen verbreitet, dann laufen die Telefone mit Hinweisen heiß. Und wenn man die Handydaten etwa von Mafia-Bossen oder Profi-Einbrechern zur Überführung dieser Straftäter nutzen kann, dann sollte die Polizei doch Zugriff auf so viel Telefondaten wie möglich von uns haben. Oder etwa nicht? Was ist mit unserer Privatsphäre? Was darf die Polizei heute in Sachen Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung? In welchem Umfang hält sie solche Maßnahmen für polizeilich geboten? Das frage ich Jörg Bruchmüller. Er ist Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands der Gewerkschaft der Polizei und ihr Vertreter auf internationaler Ebene in Brüssel. Herr Bruchmüller, was halten Sie von der vorsorglichen Videoüberwachung beispielsweise unserer Innenstädte? Brauchen wir eine solche flächendeckende Videoüberwachung? Die Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und im ÖPNV hat sich ja im Grunde genommen bewährt. Etliche Straftaten konnten so aufgeklärt werden, und wir erinnern uns alle an die fürchterlichen Bilder, die bei der Straftat entstanden sind, bei der ein Mann in Berlin eine junge Frau die Treppe runtergetreten hat. Allerdings gibt es auch die Schattenseite der Videoüberwachung, nämlich solche Bilder, die in der Öffentlichkeit zu Fahndungszwecken berechtigterweise gezeigt werden, erzeugen oft auch eine große Kriminalitätsfurcht, die dann auch teilweise im Widerspruch mit der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit steht, nämlich Opfer einer Straftat zu werden. Was bringt diese Videoüberwachung in Bussen, Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen oder auf belebten Plätzen für die Fahndungsarbeit der Polizei? Die Frage ist, wenn wir solche Bilder haben, die Aufzeichnung haben, werden wir die natürlich gründlich auswerten. Letzten Endes sind wir auch der Strafverfolgung ja verpflichtet, um zu sagen, wir wollen Straftaten aufklären. Und deswegen sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir diese Aufzeichnung haben. Die andere Seite ist natürlich die Frage, wenn man zu sehr diese Bilder in der Öffentlichkeit, in den Medien zeigt, könnte der Eindruck entstehen, dass die Kriminalität Schwerpunkte haben oder eine Kriminalität vorhanden ist, die so in der Kriminalstatistik und in der Wirklichkeit nicht abgebildet wird. Und das erzeugt natürlich Ängste, die bei Licht betrachtet, wenn man genauer hinguckt, so nicht da sind. Also Ängste zu schüren, das darf eine Videoüberwachung eben nicht leisten, sondern sie soll dazu dienen, natürlich den präventiven Part zu spielen, nämlich zu sagen, ja, für Leute, die böse im Schilde führen, wir werden dort überwacht. Und natürlich auch dann, wenn eine Straftat eintritt, dass wir dann entsprechende Ermittlungsansätze haben. Verschiedene Landespolizeien haben die Polizistinnen und Polizisten ja auch schon mit Bodycams ausgerüstet. Wozu dient deren Einsatz? Die Körperkameras zeichnen das Verhalten von Menschen auf, die im unmittelbaren Nahbereich um den aufnehmenden Polizisten stehen oder sich dort bewegen. Sie dient damit im Falle der Strafverfolgung auch natürlich der Beweissicherung. Dass solche Aufnahmen aber angekündigt werden, haben sie auch eine gewisse präventive Wirkung. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Ich meine damit, dass sie sich eben doch aggressive und pöbelnde Bürger plötzlich dann auch am Riemen reißen und wieder auf ein erträgliches Maß herunterkommen. Solche Effekte sind uns als Gewerkschaft der Polizei wichtig, weil unsere Kolleginnen und Kollegen immer öfter bedroht, beleidigt, bespuckt und auch geschlagen werden. Und die Körperkameras können dem entgegentreten, und dies dient natürlich auch dem Schutz meiner Kolleginnen und Kollegen, natürlich. Wo sind für Sie die ethischen Grenzen für den Einsatz der sich ständig weiterentwickelnden technischen Möglichkeiten? Wir müssen als Gesellschaft heute vor allem über die Grenzen von Technik diskutieren, die der Polizei zur Verfügung stehen könnten. Und daraus folgt nämlich, dass eine ständige Überwachung durch den Staat schlicht nicht zulässig ist. Das ist auch ein Stück weit teilweise unverständlich, wenn man sieht, dass man auf der einen Seite ja über aktuelle Diskussionen Facebook oder andere soziale Medien seine Persönlichkeitsrechte quasi auf den Markt trägt, auf der anderen Seite natürlich aber dann Sorge hat, dass der Staat als vermeintliche Datenkrake sich dort bemächtigt, um Persönlichkeitsrechte festzustellen. Nein, ausdrücklich nicht, das ist nicht Sinn und Zweck, sondern wir brauchen das für die innere Sicherheit, um eben präventiv zu wirken und eben auch Straftaten aufzuklären und zu erforschen. Und das sind eben auch zwei Seiten einer Medaille. Technisch möglich heißt nicht rechtlich zulässig. Was sagt eigentlich die Rechtsprechung zu diesen Befugnissen? Die Rechtsprechung sagt, dass der Staat in das Datengrundrecht der Bürger nur eingreifen darf, wenn er dafür auch einen Grund hat. Die allgemeine Aufgabe, Straftaten zu bekämpfen, reicht da nicht aus. Die Videoüberwachung darf nur an besonders gefährlichen Orten oder besonders gefährdeten Orten eingesetzt werden. Oder andersrum ausgedrückt, Sie können nicht einfach mal so eine Videoüberwachung machen, sondern sie brauchen auch konkrete Anhaltspunkte. Das ist eigentlich im Polizeirecht auch ein wesentlicher Anker, dass man sagt,
aufgrund lageorientiert oder besonderer polizeilicher Erkenntnisse. Also wir brauchen hier, wenn Sie so wollen, da liegt ja eine Hürde, damit der Staat, die Polizei, die das Gewaltmonopol ausübt, die eben diese Überwachung auch dann durchführt, dann auch entsprechend beachtet werden. Und das ist rechtsstaatlich und das finden wir auch sehr, sehr in Ordnung. Vorratsdatenspeicherung ist politisch umstritten. In welchen Fällen darf die Polizei auf die Daten der Netzbetreiber eigentlich zugreifen? Welche Zugriffsrechte wünschen Sie sich? Die Polizei muss in die Lage versetzt werden, effektiv Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn es eben so ist, dass wir Fälle eben nicht auswerten können, weil wir das Instrument der Vorratsdatenspeicherung nicht haben oder noch nicht haben, dann macht das natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen auch sehr betroffen, insbesondere dann, wenn wir Deliktsfelder nicht erhellen können, Stichwort Kinderpornografie, wo wir genau wissen, dass es hier im hohen Maße geboten ist, aufzuhellen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und das macht viele Kollegen dann an der Ecke dann auch sehr traurig. Wie stehen wir mit unserer Nutzung von Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung eigentlich im europäischen Vergleich da? Also Videoüberwachung wird in einigen europäischen Ländern wesentlich intensiver betrieben. In Sachen Vorratsdatenspeicherung hängen wir seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in der Luft, wie ich das eben beschrieben habe. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass eine verfassungs- und europarechtliche einwandfreie Form der Vorratsdatenspeicherung möglich ist. Wir brauchen dies eben zur Bekämpfung dieser schweren Straftaten, die ich eben gerade ausgeführt habe. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, um es mal salopp auszudrücken. Andere Länder sind da aus unserer Sicht ein Stück weiter. Möglicherweise wird es aber auch in diesen Ländern anders, vielleicht auch entspannter diskutiert als bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, Herr Bruchmüller, für das Gespräch. Für den Podcast von polizeideinpartner.de habe ich mich heute mit Jörg Bruchmüller aus dem geschäftsführenden Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei zum Thema Videoüberwachung unterhalten. Bis zum nächsten Podcast.